Deutsch für Zuwanderer. Thema: Betreuung und Ausbildung der Kinder. Wendungen: Können Sie langsamer sprechen? Könnten Sie das wiederholen, bitte? Was bedeutet das? Ich habe meine Tochter im Kindergarten angemeldet. Der Elternabend findet im Januar statt. Wann kommt Ihr Kind in die Schule? Unsere Lisa wird von einer Tagesmutter betreut. Wann sind dieses Jahr Schulferien? Die neue Klassenlehrerin gibt bessere Noten. Nach der Schule geht Jan bis 5 in den Hort. Zeugnisse gibt es am Ende des Schuljahres. Jetzt Substantive. Das Abitur. Der Abschluss. Die Aufgabe. Die Ausbildung. Die Berufsschule. Die Betreuung. Die Einladung. Der Elternabend. Der Elternbrief, die Erzieherin, die Ferien, das Fest, der Hort, die Grundschule, das Gymnasium, der Kindergarten, die Kita, die Krippenplatz, die Lehrerstelle. Der Klassenlehrer, die Lösung, der Mitschüler, die Noten, die Pause, die Realschule, die Schule, die Stundenplan, die Tagesmutter, die Tagestätte, der Unterricht, die Stunde. Und jetzt Verben. Abholen. Abstimmen über. Etwas ändern. Etwas anerkennen. Etwas anfangen. Jemanden oder sich anmelden. Jemanden anrufen. Jemanden antworten. Jemanden auffordern zu etwas. Aufhören mit etwas. Bedeuten. Etwas bekommen. Etwas benötigen. Jemanden beraten. Jemanden betreuen. Dabei sein. Jemanden enttäuschen. Sich entschuldigen bei. Jemanden etwas erlauben, fällen, schauen, etwas jemanden schreiben, sitzen bleiben, stattfinden, etwas wiederholen. Jetzt Adjektive. Aktuell, anstrengend, anwesend, aufmerksam. Befriedigend, begrenzt, einfach, fleißig, intelligent, schwierig, zusammen.